Proteinpulver, Süßstoff mit Geschmack, Nahrungsergänzungsmittel. Das hier sind doch alles eigentlich harmlose Produkte der Firma Monutrition. Eine Supplement-Firma, die sich über intensives Influencer-Marketing nach und nach zu einer der größten in ihrer Branche hochgearbeitet hat. Mit einer Messe mit 12.000 Besuchern, die heftig in der Kritik stand für Abzocke, fehlende Wasserversorgung und angeblichen Fällen von Bewusstlosigkeit. Mit einem Gründer, der jetzt von Vorwürfen wie Erpressung und Drohung überhäuft wird und die Firma verlassen musste. Und mit einem grenzwertigen, teilweise sogar illegalen Marketing basierend auf Angst, Themen wie Essstörung und teilweise inkorrekten Aussagen, welches gefährlich für die Verbraucher enden kann. Und diese Firma hat ausgerechnet eine jahrelange Zusammenarbeit mit einem der größten und beliebtesten Influencer Deutschlands, der sonst für seine kritische Herangehensweise bekannt ist und eigentlich ein sehr cleanes Image hat. Also was für ein riesiges Drama gibt es um den Gründer Christian Wolf? Ist die Firma Monutrition wirklich so kontrovers? Und warum arbeitet dann ausgerechnet ein Rezo mit dieser Firma zusammen? Schauen wir uns die traurige Wahrheit hinter der Firma Monutrition und ihrer Zusammenarbeit mit Rezo an. Liebe Regierung, mein Name ist Christian Wolf, ich bin 25 Jahre alt und ich beschäftige mich seit mehreren Jahren damit, wie man den eigenen Körper mit der Hilfe des Wissens von wissenschaftlichen Analysen von Studien gesünder und leistungsfähiger macht. Du musst dir die Secrets verraten, wie sie ihre Community aufbaut. Viel Content darüber, wie die Leute ihre Community, ihre eigenen Ziele erreichen können. Christian Wolf ist einer der zwei Gründer von Monutrition und Instagram-Influencer mit 390.000 Followern. Während seiner Schulzeit war Christian laut eigener Aussage Profi-Gamer und gewann Turniere und Meisterschaften in dem Spiel CSGO. Dadurch leidete er unter gesundheitlichen Problemen wie Übergewicht, schlechtem Schlaf und Fressattacken. Denn Fressattacken haben uns beide belastet, bei mir eben mit Binge-Eating. Diese Probleme waren dann laut ihm der ausschlaggebende Punkt, um sich mehr mit Ernährung zu beschäftigen. 2017 lädt er dann ein Video auf seinem YouTube-Kanal hoch, in dem er auf seiner Ansicht nach falsche wissenschaftliche Aussagen rund um Ernährung reagiert. Dieses Video ging dann viral, sodass er sich ein halbes Jahr später dazu entschied, zusammen mit Mick Weigel Monutrition zu gründen. Also zusammengefasst hat er sich aus persönlicher Motivation heraus über Ernährung wissenschaftlich informiert und eine Firma gegründet in der Hoffnung, Leuten mit Produkten, die wissenschaftlich belegt sind, zu helfen. Eigentlich also ein sehr positives und sympathisches Image. Genau dieses Image verhalf ihm dann auf Instagram eine Fanbase aufzubauen und als generelles positives Bild für Monutrition in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber mit einer selbst gegründeten Firma im Hintergrund und seiner Überzeugung, dass die Produkte von Monutrition den Leuten helfen können, war seine Influencer-Präsenz natürlich auch mit viel Werbung für diese verknüpft. Er war basically der Traum-Influencer für Monutrition. Allerdings wurde seine Werbung für die Firma damals schon von manchen kritisiert und mit seinem wachsenden Einfluss nahmen mit der Zeit auch die Kontroversen zu. Also was genau ist passiert, dass ein sonst eher im positiven Licht stehender Influencer seine Instagram-Präsenz inzwischen beendet und sich komplett aus der Firma Monutrition zurückgezogen hat? und ich glaube, das hat jetzt heutzutage dazu geführt, dass ich halt extrem versuche, Menschen in meinem Umfeld irgendwie quasi von Wert zu sein oder zu helfen, um halt beliebt zu sein. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass es auch Drohanrufe gab und das kann ich auch bestätigen. Es ist aber leider so, dass man wirklich mundtot gemacht wird. Und das darf eigentlich nicht sein. Während Christian weiter im positiven Licht in der Öffentlichkeit Werbung für seine Firma machte und nur kleinere Kratzer einfahren musste, spannte sich im Hintergrund ein Netz aus Kontroversen, welches in den letzten Monaten mit einem Knall nach und nach ans Licht kam. Es gibt noch deutlich mehr Anschuldigungen, als ich hier in dem Video nennen könnte, aber leider ist davon auch vieles Instagram-Gossip. Deswegen behandle ich in diesem Video nur die ernstzunehmenden Anschuldigungen oder Verhaltensweisen von Christian, die uns einen näheren Einblick auf ihn als Person geben. In einer Instagram-Story von Julian Ziedlow, unser allerliebster Informationsquelle, wird Christian Wolf beschuldigt, einer minderjährigen Bodybuilderin Steroide angeboten zu haben. Lucy Fischer ist eine 17-jährige Wettkampf-Bodybuilderin, die mit Monutrition verpartnert ist. Laut Ziedlow soll sie nach einem Wettkampf unter dem Jojo-Effekt gelitten haben und Christian Wolf habe ihr Steroide angeboten, damit Lucy schnell wieder ein positives Aushängeschild für Monutrition sein kann. Christian Wolf hat sich daraufhin in einer Story dazu geäußert und seine Sicht der Dinge geschildert. Und ich habe mir erst überlegt, ob ich noch mal eine Nacht drüber schlafe und das in Ruhe mache und ihr dann einen ganz gesättelten, ruhigen Christian kriegt, aber nein, ihr kriegt einfach die volle Emotionalität von mir. Laut Christian habe er sich Sorgen um die Gesundheit von Lucy gemacht, da so intensives Bodybuilding sich negativ in der Aufbauphase einer Jugendlichen auf ihren Hormonhaushalt und ihre Knochenmasse auswirken kann. Daher hatte Christian sich bei einer Ärztin informiert, ob es Sinn macht, ihr die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron in geringem Maße zuzuführen. Lucy hat dann ebenfalls die Sicht von Christian in einer Instagram-Story bestätigt. Aber warum erwähne ich diesen Fall überhaupt, wenn es widerlegte Behauptungen sind? Abgesehen von den Überlegungen, dass
Christians Beweissprachnachricht und das Statement von Lucy sehr komisch wirkten, sich als Werbepartner in ein Thema wie den Hormonhaushalt einer Minderjährigen so stark einzumischen, ist etwas schwierig und besonders grenzwertig wird es, wenn man sich anschaut, mit welchen Leuten er sich dazu beraten hat. Die Ärztin, mit der er darüber gesprochen hat, ist nicht in diesem Fachbereich tätig. Und diesen anderen Doc, den er da genannt hat und in deren Praxis dieses Mädchen hätte gehen sollen, auch für die Überwachung des Ganzen, ist nicht mal ein echter Doktor. Das Ganze gibt uns schon mal einen leichten Einblick in das Verhalten von Christian und seinen leichtfertigen Umgang mit wissenschaftlichen Themen, wie wir später noch vertiefter in Bezug auf teilweise illegales Marketing sehen werden. Weitere nicht so schöne Einblicke in sein Verhalten wurden deutlich, als Christian Wolf sich gegen weitere Anschuldigungen von Zietlow verteidigte. Auch wenn er wiedermals die Anschuldigungen widerlegen konnte, veröffentlichte er als Beweis WhatsApp-Chat-Nachrichten, die kein gutes Bild auf die interne Kommunikation bei More Nutrition werfen. Sich über Leute des eigenen Influencer-Programms in Chats auszukotzen und zu lästern, ist nett gesagt nicht die nobelste Art. Das ist aber auch kein neuer Vorwurf jetzt More Nutrition gegenüber. Gleichzeitig nutzt Christian die Plattform seines Statements, um darin abzuschweifen, wie toll und barmherzig er, sein Team und More Nutrition doch sei. Das ist das, wo ich wirklich sagen muss, wo ich so dankbar bin, wie das bei More ist, wie unglaublich die sich dessen bewusst sind, was für eine Dankbarkeit wir zu haben haben. Und deswegen ist es auch uns so wichtig, dass der Content von uns sich nicht um uns dreht und wie unser Leben aussieht, sondern wie wir den Content so machen können, dass er euch gut tut, dass er euch an eure Ziele führt. Danke, Christian, dass du nicht wie die anderen bist und Social Media nur für uns machst. Nichts besonders Verwerfliches in dem Vergleich zu dem, was jetzt kommt, aber es zeigt uns wieder einmal, wie denn so die Person hinter dem Ganzen tickt. Richtig verwerflich wird es, sobald das Wohlergehen von Personen involviert wird. Flying Uwe hat sich über Instagram-Posts und ein Video zu dem Thema Christian zu Wort gemeldet. Er erwähnt zwar in keinem der jeweiligen Beiträge seinen Namen, aber es ist ziemlich offensichtlich, über wen er hier redet. Als Mitbewerber und Unternehmer in der Branche wirft Uwe Christian vor, die Athleten seiner Firma teilweise zu erpressen und zu manipulieren, um sie für die Firma More Nutrition abzuwerben. Gleichzeitig wird Athleten und Influencern verboten, die Marke Smilodogs zu tragen oder zu bewerben, und es werden sogar Influencer, die bereits mit anderen Firmen verpartnert sind, gezwungen, ihre Partnerschaften abzubrechen. Dafür wird laut Flying Uwe von ihnen verlangt, den Vertrag zu brechen, da sie sonst von More Nutrition fallen gelassen werden. Er nennt Kevin Wolter als Beispiel, der scheinbar noch zusätzlich gezwungen wurde, andere Supplement-Firmen in der Öffentlichkeit schlecht zu reden und am Ende von More Nutrition bezüglich seiner Gerichtskosten im Stich gelassen wurde, was in seiner Insolvenz endete. Und in dem Fall hieß es denn, sag mal in die Kamera, Uwes Produkte sind scheiße, minderwertige Qualität. Unsere sind besser und deswegen wechselst du deinen Sponsor. Aber dort hören die Vorwürfe noch nicht auf. Einer der härtesten Vorwürfe von Flying Uwe bezieht sich auf den Fall Luca Negri. Der 16-jährige Junge hatte scheinbar auf Social Media kritische Beiträge zu More Nutrition gepostet und wurde daraufhin von Christian Wolf über eine größere Summe abgemahnt und öffentlich extrem von ihm unter Druck gesetzt. Wer hat dafür gesorgt, dass der 16-Jährige keine 30.000, 35.000 Euro Anwaltskosten zahlen muss? Wer hat denn dafür gesorgt? Ja, richtig. Das war ich. Scheinbar muss es sich um Rufmord oder ähnliches gehandelt haben, weil selbst Uwe sagt, dass Luca sehr naiv war und einige Fehler gemacht hat. Dennoch entschuldigt das nicht, an einem 16-Jährigen ein Exempel statuieren zu wollen und ihn mit Anwaltskosten von bis zu 30.000 Euro zu konfrontieren. Flying Uwe konnte dafür sorgen, dass es eine außergerichtliche Einigung gab und beide Parteien ihre Videos löschten. Zusätzlich hat Christian Wolf sich danach noch bei Luca gemeldet und ihm gedroht, dass er sich nicht in der Öffentlichkeit bei Uwe bedanken soll. Aber Drohung und Erpressung, wenn es um Christian Wolf geht, scheinen kein Einzelfall zu sein, sondern eher ein Muster. Das Video von Flying Uwe ist inzwischen privat genommen, genauso wie die Instagram-Posts, Stories und Highlights von vielen weiteren Seiten. Die Inhaberin der Instagram-Seite, Trash Gossip Fame for Days, berichtet davon, dass ihre Handynummer herausgefunden wurde und ihr Nachrichten wie "Wir wissen, wo du wohnst" geschickt wurden. Hey, Zeit für einen kleinen Nachtrag. Inzwischen hat Eileen das Ganze in einem 1,5-Stunden-Podcast näher geschildert. Sie wurde von mehreren unbekannten Nummern bedroht und sogar von zwei Leuten auf ihrer Arbeit aufgesucht. Solche Leute halten sich scheinbar im Umfeld von Christian Wolf und More Nutrition auf. Nice. Wenn man sich diese Chatverläufe durchliest, fühlt man sich wirklich so, als wäre man einfach in einem Film. Ich wünsche Eileen wirklich alles Gute und ich hoffe, dass die Täter gefasst werden. Zudem häufen sich die Vorwürfe der Einschüchterung und der Bedrohung. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass es auch Drohanrufe gab und das kann ich auch bestätigen. Es ist aber leider so, dass man wirklich mundtot gemacht wird. Und das darf eigentlich nicht sein. Also man muss Dinge öffentlich kritisieren können. Und MadWatch kündigte an, Drohungen etc. von Betroffenen zu sammeln und nachträglich noch einen Beitrag zu veröffentlichen. Außerdem ist inzwischen noch rausgekommen, dass Christian auch noch seiner Ex-Freundin gedroht hat. Dabei fielen so Aussagen wie, wenn ich noch einmal sowas lese, wird Toni Angst vor mir haben müssen. Oder einmal noch sowas und Toni wird nie wieder Instagram machen. Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll, wirklich.
Auch wenn die Gründe für euch wahrscheinlich schon reichen, um Christian nicht allzu sympathisch zu finden, hier hört die Akte Christian noch nicht auf. Abgesehen von dem sehr kontroversen Marketing, welches er öfter auf seiner Instagram-Seite betreibt, wie zum Beispiel eine Abnehm-Challenge, bei der der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem größten Glow-Up nach 45 Tagen bis zu 10.000 Euro gewinnen kann. What the fuck? Hat die Trennung von Christian und seiner schwangeren Verlobten Antonia Elena große Wellen auf Instagram geschlagen. Und wie wir es auch schon vom Beispiel von Bibi und Julian kennen, entsteht bei einer solchen Trennung garantierter Instagram-Gossip. Weil die Trennung ungefähr zum Zeitpunkt des Tomorrowland Festivals passierte, stand also wie immer das Gerücht im Raum, dass Christian seiner Freundin fremdgegangen ist. Und auch wenn es teilweise gute Beweise dafür gibt, dass Christian inzwischen ziemlich schnell eine neue Freundin gefunden hat, werden wir auf den Instagram-Gossip weitestgehend verzichten. Die beiden trennten sich laut Christian, weil er nicht genug Zeit für sie hätte, sondern sich um sein Unternehmen kümmern müsste. Was dabei besonders negativ aufstoß, ist der Fakt, dass die beiden circa einen Monat vor der Trennung bekannt gaben, dass Antonia durch eine künstliche Befruchtung schwanger ist. Wir sagen, okay, wir wollen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für uns, um Kinder zu kriegen. Also wollen wir es schnell, dann nehmen wir irgendwie die Sache, die die höchste Chance hat, also quasi mit Kinderwunschzentrum. Sich zusammen für eine künstliche Befruchtung zu entscheiden und sich dann circa nach einem Monat von der Freundin zu trennen, während sie schwanger ist, weil man sich um sein Unternehmen kümmern muss, ist jetzt nicht der allergeilste Move und kommt verständlicherweise auch nicht allzu gut bei den Fans an. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn man circa 3 Monate zuvor in einem Bild-Interview Julian Zietlow genau dafür verurteilt hat. Ich verstehe, dass ein Unternehmen zu führen unfassbar aufreibend sein kann. Julian hat seine Familie im Stich gelassen und seiner Marke massiven Schaden zugefügt. Für beides habe ich absolut kein Verständnis. Das ist schlecht gealtert, Bruder. Neue Bestzeit in der Speedrun-Kategorie, sich selber unsympathisch machen, any percent. Dabei sollte es aber erstmal bleiben, denn dann kam auch schon die Katastrophe der More Days. Euer ehrliches Feedback zu den More Days. Wie gefällt es euch denn hier auf den More Days? Ehrlich. Sehr schön. Wir waren erst so ein bisschen skeptisch wegen den Massen, aber es ist echt mega und es verläuft sich auch übelst. Macht mal nochmal Lärm hier. Jawohl. Sag's mal ganz straight vorab, ich mache mir unglaublich große Vorwürfe für den Samstag. Die More Days an sich waren ja scheinbar auch eine relative Katastrophe. Danach haben wir uns für ca. 2,5 Stunden bei Waze angestellt. Von den Schlangen, sei es Wasser, sei es Pizza und so weiter, war das Feedback super schlecht, denn es gab teilweise 4-5 Stunden Schlangen. Leute, das war wirklich ein Riesending. Und die konnte man nicht mit den Wertmarken bezahlen, habe ich nicht verstanden. Eigentlich bestanden die More Days heute aus in der Schlange stehen. Ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist schon so eine Größe, wo man sagen kann, puh, glücklicherweise ist niemand gestorben heute. Das schien eine absolute Katastrophe gewesen zu sein. Die More Days sind eine Art Fitnessmesse, die am Samstag, dem 12.8. und Sonntag, dem 13.8. diesen Jahres von 10 bis 17 Uhr stattfanden. Dort erwarteten die Besucher eine Koch-, Sport- und More Medical Bühne mit unterschiedlichen Events und einen Haufen an Ständen mit unterschiedlichem Essen, das mit More-Produkten zubereitet wurde, wie zum Beispiel More-Pizza, Wraps und Skyr mit Geschmack, die dazu dienten, den Besuchern neue und bereits existierende More-Produkte näher zu bringen. Also so zumindest auf dem Papier, denn am Samstag war die Messe eine absolute Katastrophe. Aber ich glaube, dass viele von euch sich schon bei den Ticketpreisen wundern, die zwischen 40 und 70 Euro lagen, von denen 30 Euro Verzehrgutscheine waren. Eine riesige Menge an Fans äußerten sich kritisch bei Christian Wolf und More Nutrition, die prompt damit reagierten, alle kritischen Kommentare zu entfernen, sodass extra ein Instagram-Account mit 7000 Followern gegründet wurde, um die gelöschten Kommentare zu re-uploaden. Beschwert wurde sich über eine mangelhafte Versorgung bei Sommerwetter, anstehend von teilweise einer Stunde für Wasser und Menschen sind teilweise sogar überhitzt und kollabiert. Und was sagt man an Christian Stelle zu diesen tausenden enttäuschten Leuten? Ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist schon so eine Größe, wo man sagen kann, puh, glücklicherweise ist niemand gestorben heute. Weil, ne, siehe so, hier gab ja schon so ein paar Sachen, wo das, ne, ein paar andere Events. Kam komischerweise auch nicht so gut an. Zudem wurde sich noch beschwert, dass die Preise an den unterschiedlichen Ständen kein Vielfaches von den Verzehrgutscheinen waren. Und jetzt wird es richtig dreist. Kurz zur Erklärung. In den Tickets waren Wertmarken im Wert von 30 Euro enthalten, von denen eine Wertmarke 2,50 wert ist. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Pizzastück für 5 Euro holen wollen würdet, würdet ihr einfach 2 Wertmarken abgeben. Jetzt dachte sich aber More Nutrition, wie wäre es denn, wenn wir einen Schokoapfel für schlappe 5,50 Euro anbieten? 2,50, 5 Euro, 7,50? Irgendwie haut das nicht ganz hin. 5,50 Euro für einen Schokoapfel. 2,50 Euro konnte ich einlösen, 3 Euro musste ich mit der EC-Karte zahlen, weil 50 Cent zu wenig ist fürs Kartenlesegerät. Nice.
Selbst ein Schokoapfel für 5 Euro auf einer Essensmesse, für die ihr 50 Euro Eintritt gezahlt habt, die als Marketing für die Firma dienen soll, ist in meinen Augen schon Abzocke. Aber die Wertmarken nur zur Hälfte benutzen zu können, nachdem man gezwungenermaßen 30 Euro für diese ausgegeben hat, ist einfach nur noch dreist. Und das war kein Einzelfall. Ein Wrap zum Beispiel kostete, sehr ambitionierte, 8,50 Euro, ergo 3 Wertgutscheine und 1 Euro selbst zahlen. Und ob der Preis gerechtfertigt ist, könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Weitere Beispielspreise könnt ihr euch hier anschauen und teilweise konnte man an manchen Ständen nicht mal die Wertgutscheine einlösen. Aber selbst wenn ihr bereit wart, euch so abziehen zu lassen, kam es nicht mal dazu, weil die Schlangen so lang waren, dass ihr die 30 Euro niemals aufbrauchen könnt. Leute berichten von teilweise bis zu 6 Stunden Wartezeit für eine Pizza, während das Event nur 7 Stunden lang ging. Aber hier mal ein kleines Beispiel, wie denn so der Aufenthalt auf dieser Messe ausgesehen hat. Wir waren gestern auf den More Days und ich dachte mir, ich nehme euch etwas mit. Als erstes haben wir uns angestellt und uns die Becher und Bändchen abgeholt. Beim Warten hat es dann leider angefangen zu regnen. Danach haben wir uns für ca. 2,5 Stunden bei Waze angestellt, um zu shoppen und die Gratis-Pieces zu bekommen. Dann haben wir uns beim Sirupstand angestellt, eine Dreiviertelstunde und 3 Stunden beim Essen. Also quasi standen wir das ganze Event über nur an. Wie fandet ihr's? Dieses unschuldige... Wie fandet ihr's? Am Ende noch... Ja, nicht so geil, wenn man den ganzen Tag einfach nur ansteht. Falls ihr selber auf den More Days wart oder allgemein Erfahrungen mit More Nutrition gesammelt habt, egal ob positiv oder negativ, teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren. Am Ende sind also viele Besucher enttäuscht nach Hause gegangen, ohne ihre Wertgutscheine überhaupt eingelöst zu haben. Sag's mal ganz straight vorab, ich mache mir unglaublich große Vorwürfe für den Samstag, denn die More Days waren das erste Event, wo ich mich rausgezogen habe irgendwann. Christians Entschuldigung ist basically auf dem Level von dem hier oder dem hier. Ah nee, warte, ApoRed hat sich ja nie entschuldigt. Ist glaube ich normal, wenn man aber der Main Character ist. Zusammengefasst erkennt Christian die Probleme an und rechtfertigt sie damit, dass er ja nicht an der Planung teilgenommen habe, weil er sich ja um die Familie kümmern musste und am Sonntag das Ganze ja dann viel besser lief. Aber schauen wir uns das Statement doch etwas genauer an. Als erstes erwähnt Christian als Rechtfertigung die Größe der Veranstaltung und dass sie ja 6-mal so groß war wie letztes Jahr. Wie kommt das überhaupt dazu? Die More Days dieses Jahr waren unglaublich groß. Also sowas in der Größe haben wir noch nie gemacht. Wir hatten letztes Jahr mit More und ESN zusammen knapp 4000 Leute. Jetzt hatten wir am Samstag nur für More 12.000 Leute. Zudem wurde mit einer externen Eventagentur zusammengearbeitet, die zwar laut ihm nicht schlecht sei, der aber scheinbar nicht aufgefallen ist, dass fast alle Preise kein Vielfaches von den Wertmarken sind und 12 Wasserspender für 12.000 Leute nicht genug sind. Nummer 1 am Samstag war die Wasserversorgung. Also wir haben uns bei der Planung auf externe Agenturen verlassen, so Eventagenturen. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass die schlecht sind, sondern die haben einfach Erfahrungswerte von normalen Events, sage ich jetzt mal, von so normalen Messen und sowas. Wir hatten 12 Wasserspender für 12.000 Leute mit Sirup. Plus, das hat auch nicht ganz hingehauen mit den Wertgutscheinen. Also quasi der Preis der Pizzen waren keine Multiplikatoren der Wertgutscheine, was einfach völlig dämlich ist. Das muss natürlich so sein, dass die Wertgutscheine einfach, ne, dass man sagen kann, 2, 3, 4, 5 Wertgutscheine. Das Ding ist, es wurden Tickets von 40 bis 70 Euro verkauft, also war im Vorhinein schon klar, wie viele Leute kommen werden. Und was für eine Eventagentur hast du da engagiert, die vergessen hat, dass es ja praktisch wäre, dass die Preise ein Vielfaches von den Wertmarken sind und die dachte, dass 12 Wasserspender für 12.000 Leute genug sind. Solche Fehler sind normalerweise eher auf das Budget, das der Agentur von More Nutrition zur Verfügung gestellt wurde, oder auf Anweisungen des Geldgebers zurückzuführen. Und bei den vergangenen Stories über More Nutrition und Christian kann ich mir kaum vorstellen, dass die Preise ein Zufall waren und schon gar nicht der Fehler einer Agentur, die nichts anderes macht, außer Events zu organisieren. Es sind aber vor allem der narzisstische Unterton und die Selbstdarstellung von Christian der Grund, warum das Statement so unglaublich schlecht bei der Community ankam. Denn wie hätten laut Christian die Probleme mit den Warteschlangen, dem Wasser und den Preisen vermieden werden können? Die hätten mir einfach auffallen können und die wären mir auch wahrscheinlich aufgefallen, wenn ich in der Planung mit dabei gewesen wäre, weil ich immer, wenn ich in Prozessen drin bin zu versuche quasi alles bis zum Schluss zu durchdenken. Und ich glaube, ich habe da an sich ein ganz gutes Zahlengefühl, was Christian. Was hinhaut und was nicht hinhaut. Christian, wach auf!
Was laberst du, Junge? All diese Probleme wären nämlich dem Boss Christian, der absolut nichts mit Eventplanung zu tun hat, natürlich aufgefallen. Genauso hätte Christian auch das mit den Wasserspendern besser gewusst. Und das konnten die aber nicht wissen und deswegen mache ich mir Vorwürfe, dass ich nicht in dem Prozess drin war, weil das hätte ich bemerkt, hundertprozentig. Und es ist auch noch wichtig, in einem Nebensatz anzumerken, dass natürlich die Dinge, die Christian vorgeschlagen hat, perfekt funktioniert haben. Die More Days waren das erste Event, wo ich mich rausgezogen habe irgendwann. Das heißt, ich habe am Anfang so ein paar Ideen gesagt, was ich mir wünschen würde, was ich gerne haben wollen würde, sowas wie den Zero-Wald und so weiter. Ich habe Input gegeben, wie das bei den Schlangen von den Influencern laufen soll und das hat auch tatsächlich super geklappt. Die ganze Instagram-Story ist weniger eine Entschuldigung, sondern mehr eine Selbstdarstellung und Schuld von sich abwälzen oder anders gesagt, Wolfs Statement ist wie bei einem Bewerbungsgespräch, ich bin zu perfektionistisch, als größte Schwäche zu nennen. Denn selbst warum Christian weniger an der Eventplanung teilgenommen hat, ist nicht seine Schuld, sondern dafür gibt es auch eine Rechtfertigung. Ich habe mich rausgezogen, weil ich dachte, okay, die Firma ist jetzt so groß, dass ich mich langsam aus Bereichen rausziehen kann, weil ich auch Zeit schaffen möchte für Toni, für Knirps und so weiter. Toni und ich waren die ganze Zeit im Thema Kinderwunsch und ich habe versucht, mir Zeit freizuschaufeln. Und am Ende ist das eine Situation, die mir gezeigt hat, dass ich das leider nicht kann. Ich hatte gestern Abend auch ein längeres Gespräch mit Toni nochmal. Und ich habe mit ihr auch über diese Dinge geredet, denn genau diese Dinge sind der Grund, wieso wir jetzt nicht mehr in einer Beziehung sind, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. Und jetzt kann jeder immer sagen, naja, du könntest dir die Zeit ja nehmen, du könntest dich ja einfach aus Dingen rausziehen, aber dann passiert halt genau sowas. Yep, genau solche Dinge passieren, wenn Christian Wolf die Planung eines Events an sein Team abgibt und genau das ist der Grund, warum er sich von seiner frisch schwangeren Freundin trennen musste. Ich hoffe, es wird deutlich, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Der Sonntag der More Days lief dann glücklicherweise laut Erfahrungsberichten deutlich besser und es gab scheinbar auch eine Rückerstattung der Ticketkosten für Leute, die das Ticket für Samstag gekauft haben. Auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, aber die Preise, die so gewählt wurden, dass man zufälligerweise draufzahlen muss und das Löschen kritischer Kommentare sowie das initiale Versuchen, das Thema totzuschweigen, bis es nicht mehr anders geht, bleiben trotzdem präsent und zeigen den eigentlichen Plan des Ganzen und den Charakter von Christian und More Nutrition. All diese Kritik und ernstzunehmenden Vorwürfe gegenüber Christian Wolf, die wir bisher behandelt haben, führten letztendlich dazu, dass er inzwischen alle seine Beiträge gelöscht hat und ankündigte, sein Profil bis auf Weiteres zu beenden. Zusätzlich veröffentlichte More Nutrition ein Statement, in dem sie ankündigten, dass Christian Wolf sich mit sofortiger Wirkung vollumfänglich aus dem Geschäft von More Nutrition zurückgezogen hat. Aber in den folgenden Kapiteln wird das Ganze für die Firma leider auch nichts ändern. Denn More Nutrition ist auch ohne Christian Wolf in vor allem ihrem Marketing grenzwertig genug. Am Ende des Tages ist er noch immer einer der Gründer, der das kontroverse Marketing von More Nutrition maßgeblich geprägt hat. Was bedeutet More für mich? Mehr Spaß an Ernährung haben. Es hat einfach mein Leben verändert. Es macht Spaß abzunehmen. Ich habe einfach ein anderes Lebensgefühl. In erster Linie bedeutet More für mich Familie. More bedeutet für mich persönlich vor allen Dingen Menschenleben zu verändern. Ja, Freiheit, Familie, Leben, ne? Sehr große Worte für ein Unternehmen, das vor allem Zuckerersatzgeschmackspulver verkauft. Ihr habt irgendwelche Produkte, nehmt irgendwelche Studien, macht Cherrypicking, also legt euch die Studien so aus, wie sie zu euren Produkten passen. Mit so einer großen Plattform wurden natürlich mit der Zeit auch die Behörden und die Öffentlich-Rechtlichen auf Christian und seine Firma aufmerksam. Und nein, mit Öffentlich-Rechtlichen meine ich nicht solche schlechten Beiträge vom Y-Kollektiv, sondern tatsächlich gute und sinnvolle Beiträge wie von den Quark Science Cops. In Zusammenarbeit mit dem Team von MedWatch, eine Webseite, die sich auf das Aufklären von gefährlichen Heilversprechen im Internet fokussiert, haben sie einen 1 Stunde und 30 Minuten Podcast am 12. November 2022 veröffentlicht, in der sie das sehr grenzwertige bis teilweise sogar illegale Marketing von More Nutrition kritisieren. Dabei beziehen sie sich vor allem auf die zwei Produkte von More namens Arthro Support und More Sleep. Damit ihr auch versteht, wieso die Vermarktung dieser beiden Produkte so kritisch ist, hier nochmal kurz die wichtigsten Unterschiede zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln. Grundlegend sollen Arzneimittel Krankheiten heilen und Nahrungsergänzungsmittel einfach nur die allgemeine Ernährung ergänzen. Der wichtigste Unterschied dabei ist, dass Arzneimittel sehr strenge Zulassungsverfahren durchgehen müssen, während Nahrungsergänzungsmittel keinen Vorabnachweis der Wirksamkeit oder Sicherheit gegenüber einer Behörde erbringen müssen. Für die Sicherheit ist der Hersteller verantwortlich. Deswegen sollte man immer vorsichtig sein bei den Versprechen von Nahrungsergänzungsmitteln. Dementsprechend dürfen Supplements nicht beworben werden mit Aussagen, die sich auf Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten beziehen. Gesundheitsbezogene Aussagen sind hingegen erlaubt, wenn sie zuvor wissenschaftlich überprüft wurden. Zum Beispiel darf auf einem Nahrungsergänzungsmittel, das Calcium enthält, die Aussage draufstehen, Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Aber eben nicht eine Aussage mit Bezug auf eine Krankheit, zum Beispiel verringert das Risiko für Krebs. More Sleep und Arthro Support sind beides Nahrungsergänzungsmittel und mit diesem Vorwissen fangen wir doch mal bei More Sleep an.
ich mir hier an? Ich kann auch in mein Gehirn reinschauen und gucken, wie sich meine Gehirnzellen einfach gerade komplett auflösen. Wäre genau das gleiche in grün. Melatonin ist das Hormon, das der Körper herstellt, um den Schlafrhythmus zu regulieren. Wenn es dunkel wird, produziert der Körper besonders viel Melatonin und wenn es wieder heller wird, nimmt die Produktion wieder ab. Also der Grund, wieso ihr abends eure Bildschirmzeit reduzieren solltet und morgens die Rollladen so schnell wie möglich öffnen solltet, um wach zu werden. Also wenn man nicht einschlafen kann, hört es sich doch erstmal sinnvoll an, Melatonin künstlich hinzuzufügen. Das Supplement More Sleep enthält Melatonin und verspricht eine kürzere Einschlafzeit. Diese Aussage wurde von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, überprüft und bestätigt, dass ein Zusammenhang zwischen Melatonin und einer verkürzten Einschlafzeit existiert. Was More Nutrition jedoch euch verschweigt, ist die tatsächliche Verkürzung der Einschlafzeit. Die vier Meta-Analysen, auf die sich die EFSA beruht, kommen auf die folgenden Ergebnisse. Eine dieser Meta-Analysen kam auf eine durchschnittliche Verkürzung der Einschlafzeit um knapp 12 Minuten. Die zweite Meta-Analyse auf eine Verkürzung um knapp 7,5 Minuten. Die dritte Meta-Analyse, die sich nur Menschen mit normalem Schlaf angeschaut hat, auf nur knapp 4 Minuten. Und die Übersichtsarbeit zu Melatonin bei Schichtarbeitern, die fand gar keinen Effekt. Tja, also so richtig viel ist das nicht, ne? Nee. Jetzt muss man sagen, diese Meta-Analysen, auf die sich die EFSA da bezieht, sind auch alle schon 15 bis 20 Jahre alt. Aber auch wenn man nach neueren Übersichtsarbeiten schaut, bleibt das Ergebnis ähnlich. Eine Arbeit von 2013 kommt auf durchschnittlich 7 Minuten kürzere Einschlafzeit, eine Arbeit von 2016 auf 5 Minuten. Ob diese 0 bis 12 Minuten jetzt bedeuten, dass endlich Schluss mit Schäfchenzählen ist und euch die 30 Euro wert sind, ist jedem von euch selbst überlassen. Heißt auf gut Deutsch, ja. Melatonin ist eine Einschlafhilfe, aber wirklich keine besonders gute. Schwierig und sogar illegal wird es dann, wenn More Nutrition die folgende Aussage auf ihrer Webseite tätigt. Da stand dann zum Beispiel Zitat, schützt deine Mitochondrien und senkt das Krebsrisiko. Ja. Allerdings ist diese Aussage krankheitsbezogen und damit illegal und hat auch keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Deswegen musste More Nutrition diese Aussagen von ihrer Webseite entfernen, nachdem der Verbraucherzentrale Bundesverband sie im Gericht dazu aufforderte. Gleichzeitig wird auf ihrer Webseite mit keinen Nebenwirkungen geworben, obwohl Melatonin genauso wie fast alles Nebenwirkungen haben und es ebenfalls Wechselwirkungen mit Arzneimitteln geben kann. More Nutrition prahlt sonst immer damit, wissenschaftlich fundiert zu sein, aber genau solche Beispiele zerstören die Glaubwürdigkeit der Firma und ihrer Aussagen. Und man kann es nicht anders sagen, mit wissenschaftlicher Evidenz, was sich More Nutrition ja so gerne auf die Fahnen schreibt, hat das nichts zu tun. Letztendlich ist es deutlich effektiver, die eigentlichen Probleme eures Schlafmangels zu beheben, als auf solche Produkte mit klinisch unbedeutendem Effekt zurückzugreifen. Bei dem Produkt Arthro Support ist es basically genau dasselbe Schema, nur dass das Produkt dieses Mal zur Erhaltung der Gesundheit der Gelenke beitragen und gegen Arthrose helfen soll. Christian geht dieses Mal sogar noch weiter und trifft die Aussage, dass es basically ja schon ein Medikament sei. Das ist eigentlich schon ein Medizinprodukt, weil es wirklich spezifisch auf ein Problem ist und dann mit geilen Wirkstoffen. Ja, ganz schwierig, was er da sagt, ne? Und auch juristisch nicht ganz ohne. Stark zusammengefasst beruhen sich Christian Wolf und More Nutrition bei ihren Inhaltsstoffen auf Studien, die entweder als qualitativ schlecht eingestuft wurden oder ziehen falsche Zusammenhänge und zweckentfremden Studien. Schlecht. Also, das ist schon krass. Man muss schon sehr dreist sein, um aus dieser Studie abzuleiten, dass Fortigel beim Knorpelaufbau helfen würde. Der einzige Inhaltsstoff, der dabei als wirksam von der EFSA bestätigt wurde, ist Vitamin C. Aber das reicht auch schon, um das Ganze auf das Produkt draufschreiben zu können. Andere Influencer von More Nutrition gehen sogar so weit und behaupten, dass das Supplement bei rheumatischen Erkrankungen und Arthrose helfen kann. More Nutrition überprüft wahrscheinlich diese Werbestories und Videos davor, so wie es bei Placements normalerweise üblich ist, und hat scheinbar kein Problem mit solchen Aussagen. EQS Kitchen hat auch etwa 200.000 Follower, der haut mal eben sowas raus. Kommen wir mal zu dem neuen Supplement, Arthro Support. Ich habe für euch hier einige wissenschaftliche Daten zusammengetragen, um euch dieses Supplement besser zu erklären. Es ist ein Gelenkschutz-Supplement, hilft aber nicht nur bei klassischen Gelenkbeschwerden, zum Beispiel durch Überlastung beim Sport, sondern auch bei Arthrose und auch bei rheumatischen Erkrankungen. Es ist natürlich ein wissenschaftlich fundiertes Supplement, was wir wieder mit Ernährungsexperten zusammengestellt haben, wie ihr das von uns gewohnt seid. Obendrauf steht dann auch noch schön Anzeige. Es handelt sich also um Werbung von More Nutrition. Und der Typ sagt, es hilft bei. Es hilft bei. Es ist eine ganz klare, ja, Heilaussage, wenn du so willst. Was soll man dazu noch sagen? In unseren Augen ist das ein klarer Gesetzesverstoß. Das sollten sich vielleicht auch mal die Behörden anschauen. Das allgemeine Problem ist, dass More Nutrition ihre Produkte als wissenschaftlich bewiesen darstellt, obwohl sie das meistens gar nicht sind. Das Marketing ist teilweise sogar illegal und generell sehr kontrovers und auch einfach unglaubwürdig, wenn sie solche Aussagen treffen. Doch hier endet das kontroverse Marketing von More Nutrition leider noch nicht.
More Nutrition hat allerdings noch viel mehr als Arthro Support und More Sleep zu bieten. Von weiteren Nahrungsergänzungsmitteln über sogenannte Light Foods wie Pudding, Chips und Pizza zu Proteinpulvern und den Zuckerersatzprodukten Chunky Flavor und Syrup hat More Nutrition eigentlich was für jedermann zu bieten. Davon ausgehend, dass ihr die Produkte überhaupt bekommt, weil sie komischerweise immer sehr stark limitiert oder ausverkauft sind. Aber wenn ihr dann was bekommt, gibt es bei More Nutrition nur sinnvolle Produkte, die von Ernährungswissenschaftlern entwickelt wurden und alle auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Ah nee, warte, das wurde ja schon teilweise widerlegt. More Nutrition klärt außerdem noch ihre Kunden über die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung zur Prävention von Übergewicht und Krankheiten auf. Daher werden die Produkte auch damit vermarktet, gegen Essstörungen und Magersucht zu helfen. Mit den Produkten könnt ihr durch das fantastische Zucker einsparen, ohne Reue schlemmen, euch Süßigkeiten gönnen, wie ihr wollt und dabei trotzdem abnehmen. Ihr müsst euren Lifestyle also null verändern, alles nach dem Motto, nie wieder verzichten. Und als kleiner Bonus ist zum Beispiel Chunky Flavor noch ein richtiger Anti-Heißhunger-Retter. Nachteile? Gibt es eigentlich nicht. Außer, dass ihr durch die Vermarktung vielleicht eine krankhafte Beziehung zum Abnehmen aufbaut und letztendlich eine ungesündere Ernährung habt als zuvor. More Nutrition verwendet für ihre Vermarktung viele Marketingstrategien, die ihr irgendwo bestimmt schon mal gesehen habt. Ein buntes, farbenfrohes und ich muss auch zugeben, gut aussehendes Design. Angst und Panikmache, wie zum Beispiel von Christian Wolf, indem er suggeriert, dass Schichtarbeiter ein höheres Krebsrisiko haben und More Sleep ja dagegen helfen würde. Oder die künstliche Verknappung, denn komischerweise sind ihre Produkte fast immer ausverkauft. Und schaut mal! Nur noch 1% ist verfügbar. Ich weiß zwar nicht von wie viel 1%, aber lieber mal schnell zugreifen. Und wenn ihr nichts bekommt, könnt ihr ja immer noch am großen Restock am Sonntag mit riesen Rabatten zuschlagen. Packt euch lieber mal ein bisschen mehr ein, weil die Produkte sind ja schon schnell wieder ausverkauft. Keine Strategien, die jetzt nur More Nutrition verwendet, aber trotzdem nicht so nice und irgendwie unseriös. Und die Produkte hätten das gar nicht nötig, weil sie eh schon sehr beliebt sind, aber eben alles nach dem Prinzip Gewinnmaximierung. Besonders setzt More Nutrition dabei aber auf das Influencer-Marketing und sie haben ganz schön viele unter Vertrag. Zum Beispiel Stefano Zarella, Antonia Elena oder auch Rezo. Und die Stories sehen dann zum Beispiel so aus. Ich habe meine Supplements gestern vergessen. Ihr habt mich dran erinnert. Sehr gut. Supplement Reminder, mir macht's auch keinen Spaß, aber muss sein. Ja, könnte man ja noch so stehen lassen. Ich nehme zum Beispiel selber Vitamin B12. 8x Essentials, 5x Mineral Complete, 4x Cycle Balance und 3x Kurkuma. Oh, fuck. Lil Bro hat einfach ein ganzes Buffet an Supplements. Das ist so eine geile Routine. Wehe, ihr nehmt die jetzt auch nicht alle. So eine geile Routine, wirklich. Ach ja, und kleiner Tipp am Rande. Wäre vielleicht ganz geil, wenn ihr eure Werbung auch als solche markiert. Nur so als kleiner Tipp von mir. More Nutrition spricht eine ganz spezifische Zielgruppe an. Julian Ziedlow ist selbst ehemaliger Fitness-Influencer und Gründer einer Supplement-Fitness-Firma namens Rocker Nutrition. Er beschreibt in einem Statement seine Sicht auf das Marketing und die Zielgruppe von More Nutrition. Die ganze Basic wurde gegründet aus Ex-Kundinnen von Size Zero, von meinem Programm damals. Diese Frauen zwischen 24 und 40 haben in Deutschland haben genau drei Sachen. Viel Kaufkraft, viel Selbstzweifel, viel Suchtpotenzial nach Süßem. Und dann geht es einfach nur um Abnehmen. Fokussiert wird die Instagram, TikTok eher weibliche Community, die Rezo letztendlich auch bedient, die Probleme mit dem Abnehmen oder Selbstzweifel wegen ihrem Gewicht haben. Nochmal deutlicher wird das Ganze, wenn man liest, wie Leute nach den gefailten More Days aus Frust zu McDonald's gegangen sind, obwohl das ja genau das Gegenteil von More Nutrition darstellt. More Nutrition soll dabei die einfache Lösung bieten, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, ohne starke Einbußen zu machen, wie man es ja sonst scheinbar machen würde. Die Leute suchen die Lösung für ihr Unwohlsein in dem Abnehmen und hoffen, dass sie durch dieses endlich glücklich werden. Und das dann als gesund darzustellen, im Gegensatz zu Zucker, das ist ein psychisch abhängig machen. Ein absolutes abhängig machen. Ich bin froh, dass ich aus diesem Scheißstrudel raus bin und intuitiv esse. Viel mehr möchte ich mich aber auch gar nicht auf Julian Ziedlow beziehen, weil der Mann auch schon mehrere Falschbehauptungen in den Raum geworfen hat und jetzt auch scheinbar nicht nur intuitiv isst, sondern ein sehr intuitives Sexleben und einen sehr intuitiven Drogenkonsum hat. Trotzdem ist das Ganze kritisch, weil man halt mit Absicht Leute anspricht, die Probleme und Zweifel haben und ihnen eine einfache Lösung vortäuscht, weil es eben das meiste Geld verspricht. Aber diese Informationen sind vor allem wichtig für das Nachfolgende, denn besonders kontrovers wird es, wenn das Marketing gesundheitsgefährdende Folgen für den Kunden hat. Wenn man
im Bereich der Ernährung mit so einer Zielgruppe Marketing betreibt, können sich bestimmt viele von euch vorstellen, dass das Ganze schnell gesundheitlich in die falsche Richtung gehen kann. Zum einen besteht die potenzielle Gesundheitsgefahr bei der Wechselwirkung der Nahrungsergänzungsmittel oder beim Absetzen von Arzneimitteln in der Hoffnung, dass die Nahrungsergänzungsmittel die Krankheit ganz ohne Nebenwirkungen heilen können. Bei Erkrankten besteht eine indirekte Gesundheitsgefahr. Sie können denken, sie hätten hier ein wirksames Präparat und verzichten so auf Therapien, deren Nutzen nachgewiesen ist. Und More Nutrition ist sogar so dreist und wirbt auf ihrer Instagram-Seite mit genau solchen Fällen. Hello, hello, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Paula und heute sprechen wir über mein Lieblingssupplement und zwar, wie mir das tatsächlich geholfen hat, meine entzündliche Darmerkrankung, ich habe nämlich Morbus Crohn, seit ich 14 bin, wie ich es geschafft habe, damit tatsächlich medikamentfrei zu leben. Sie schreibt zwar, dass man das Ganze mit dem Arzt absprechen sollte und Kurkuma kein Allheilmittel ist, aber sagt im selben Zuge, dass sie jetzt ja gar keine Medikamente mehr benötigt, gar keine Beschwerden mehr hat und nennt auch noch konkrete Krankheiten, bei denen man das Ganze ja mal testen sollte. Alles ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz. Einfach nur ein Erfahrungsbericht. Und die Message des Ganzen ist, denke ich mal, klar und sehr gefährlich. Außerdem wirbt More Nutrition beispielsweise mit einer Abnehm-Transformations-Challenge, bei der Kunden mitmachen können und der Teilnehmer mit dem größten Glow-Up bis zu 10.000 Euro gewinnt. Einen solchen Preis mit einem Thema wie Abnehmen und der Gesundheit von Menschen zu verbinden, ist, wie sich viele von euch wahrscheinlich schon denken können, sehr gefährlich. Um ein extremes Runterhungern zu verhindern, gab es dann zwar noch von More Nutrition die Einschränkung, dass man maximal 11,5 Kilo abnehmen darf, aber selbst dann kann More Nutrition nicht überprüfen, ob das Ganze gesund oder eben nicht gesund abgenommen wurde. Die Teilnehmer könnten sich also mit dem Preisgeld vor Augen extrem runterhungern und dadurch massive gesundheitliche Schäden erleiden. Das einfachste Beispiel dabei wäre der Jojo-Effekt, welcher dazu führen würde, dass betroffene Personen nach Ablauf der Challenge wieder rasant zunehmen, bis auf ein Gewicht höher als zuvor. Resultat daraus wäre dann Enttäuschung und generelle Unzufriedenheit, was wiederum zu weiteren ungesunden Ernährungsmustern führen könnte. Aber leider scheint More Nutrition es mit Essstörungen nicht besonders ernst zu nehmen. In einem Instagram-Beitrag wirbt die Firma mit einem Erfahrungsbericht einer Person, die mit den More-Produkten scheinbar aus der Magersucht rausgekommen ist. In dem Beitrag wird aber keineswegs darauf eingegangen, wie sie es mit den More-Produkten aus der Magersucht geschafft hat, sondern es wird einfach nur die Aussage aufgestellt, ich habe es mit den More Nutrition-Produkten geschafft, meine Magersucht zu bekämpfen. 2016 habe ich halt eine Essstörung, Magersucht, und habe so seit gut einem Jahr geschafft, oder anderthalb Jahren auch mit den Produkten von More ganz gut da rauszukommen. Ich bin hauptsächlich durch Toni darauf aufmerksam geworden, auf More. Ihre ganze Geschichte hat mich schon irgendwie sehr beeinflusst bzw. auch interessiert, weil es bei mir ähnlich war. Ja, und dann habe ich halt langsam angefangen. Erst mit Chunky und dann mit Total Protein, dann auch mit den Essentials und Mineral Complete da rauszukommen. Bin auch schon bekannt dafür, dass ich überall hin meinen Chunky-Flavor mitbringe, egal mit wem ich Kaffee trinken gehe, immer einen Chunky-Streuer dabei. Das kennen alle schon von mir. Und alle, die More noch nicht kennen, würde ich gerne dazu animieren, das zumindest mal auszuprobieren. Ich glaube, mindestens ein, zwei Produkte findet jeder aus dem ganzen More-Sortiment, weil es momentan ja wirklich riesengroß ist, um der Gesundheit halt auf jeden Fall was Gutes tun zu können. Dass ein solches Marketing mit einer ernstzunehmenden Krankheit unglaublich eklig und dreist ist, muss ich, glaube ich, niemandem von euch sagen. Und auch in den Instagram-Kommentaren wurde das Ganze ziemlich negativ aufgefasst. Um mich besser in das Ganze hineinzuversetzen, habe ich mit einer Person geredet, die ebenfalls von Magersucht betroffen war und in dem Folgenden anonym bleiben möchte. Magersucht ist eine psychische Krankheit, bei der betroffene Menschen eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers haben und aus Furcht vor Gewichtszunahme oder dem Wunsch nach Gewichtsverlust die Aufnahme von Nahrung verweigern. Und hier ist auch schon der wichtigste Punkt. Ein Produkt von More Nutrition kann nicht diese gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers beheben. Selbst wenn die Produkte auf magische Weise die Person zum Zunehmen bringen würden, auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie Produkte, die spezifisch zum Kaloriensparen entwickelt wurden, dabei helfen sollen zuzunehmen, hätte die Person noch immer eine verschobene Selbstwahrnehmung und würde denken, dass sie zu dick ist und anfangen wieder abzunehmen. Im Gegenteil können die Produkte eher sogar die Magersucht befeuern. Die Person berichtete mir beispielsweise, dass sie merkte, wie ungesund das Ganze war und deswegen anfing, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, um die Nährstoffe ihrem Körper zuzuführen, ohne dabei Kalorien einzunehmen. Außerdem können die Zuckersparprodukte es Magersüchtigen erleichtern, Kalorien und Zucker zu sparen. Glaubst du, wenn das Proteinpulver und genau solche Aussagen von Influencern, dass sie letztens nicht existiert hätten, dass das irgendwas geändert hätte? Ja, weil so habe ich erst die ganzen Rezepte und Inspirationen bekommen und dann hatte ich erst diese ganzen Eindrücke von dem, so möchte ich aussehen oder das möchte ich machen.
Oder darauf muss ich verzichten. Und Aussagen wie, ich nehme überall meinen Chunky-Streuer mit, hören sich ehrlicherweise auch etwas kritisch an. Überall hin seinen Chunky-Streuer mitnehmen zu müssen, sieht nicht nach einem gesunden Verhältnis zu den Produkten von More Nutrition aus. Ich will Sophia nicht absprechen, dass die More-Produkte ihr bei ihrer Krankheit geholfen haben und ich wünsche ihr wirklich nur das Beste. Aber wenn eine Firma wie More Nutrition ihre Produkte als einfache Lösung für eine psychische Krankheit wie Magersucht vermarktet, ist das einfach nur extrem dreist und verdammt gefährlich. Aber würdest du sagen, dass Leute genau die Erfahrung, die du mit unterschiedlichen Werbungen und Produkten gemacht hast, mit More Nutrition in dem Sinne machen könnten? 100%. Also jemand, der dafür anfällig ist, kann das genauso als Tool nutzen, wie ich das damals, das Proteinpulver, was nicht aktiv das Abnehmen speziell beworben hat, nutzen. Und wenn sie das ja direkt aktiv mit Abnehmen bewerben, kann schon sein, wer dafür anfällig ist, der kann es gut treffen. Ich hoffe ernsthaft, dass sich niemand ein Beispiel an dieser Werbung genommen hat. Aber die Vermarktung von Chunky Flavor ist leider nicht nur in diesem Fall grenzwertig, weswegen ich im Folgenden das Marketing des Produkts mir nochmal genauer anschauen möchte. Erstmal vorweg. Chunky Flavor hat seine Daseinsberechtigung, genauso wie andere Zuckerersatzprodukte wie Cola Zero, Pepsi Zero oder was auch immer. Ich will hier also keine Süßstoffe verteufeln, dafür ist die Forschung in dem Bereich noch nicht weit genug und Forscher sind teilweise sogar eher der Meinung, dass Süßstoff in Maßen besser als Zucker ist. Die Kritik dient alleine der Vermarktung des Produkts und deren Folgen. Dieser Instagram-Beitrag ist zum Beispiel das perfekte Beispiel für die Wortwahl von More Nutrition im Marketing. Das XXL 15.000 Euro Gewinnspiel. Aber auf Anfang. Die Geschichte von Tim und Toni begann zu einer Zeit, als Tim den Entschluss fasste, sich endlich in seinem Körper wohlzufühlen. Aber all das, ohne den Spaß am Essen zu verlieren. Und so zeigte Toni ihm den Weg. Schon kurze Zeit später konnte er die ersten Erfolge verzeichnen. Und das alles, ohne sich einzuschränken. Dank den leckeren und kalorienarmen Produkten von Moor. Und sie waren sich einig. Noch viel mehr Menschen müssen davon erfahren, wie einfach es ist, Zucker zu sparen und Protein zu erhöhen und damit abzunehmen. Aber auch zum Beispiel der Text auf der Website zu Chunky Flavor. Das Chunky Flavor Pulver lässt jeden, der auf seine Figur achtet, ohne Reue schlemmen und ist ein echter Anti-Heißhunger-Retter. Pancakes gönnst du dir nur selten? Mit Chunky Flavor als Zuckerersatz kannst du dir ohne schlechtes Gewissen morgens leckere Pancakes schmecken lassen. Und ich finde den Text absolut grenzwertig. Man wird also legit dazu animiert, ungesünder zu essen, weil es mit More Nutrition Chunky Flavor ja kein Problem sei. Aber wenn euer Essverhalten aus jeden Morgen einen Kakao und Pancakes besteht, dann wäre das vielleicht eure erste Baustelle, um gesünder zu leben. Und genau diese sorgenlose Herangehensweise, die den Kunden immer und immer wieder eingeprägt wird, ist so gefährlich. Das Zauberpulver kann angeblich alles. Essstörungen und Magersucht heilen und auch noch easy abnehmen und das alles ohne Nachteile. Gönn dir einfach, Bro. Chunky Flavor ist zwar teilweise vielleicht besser als Zucker, aber es sollte kein sorgenloses Snacken ermöglichen, sondern immer noch als Süßigkeit gesehen werden und in Maßen genossen werden. Die Gefahren eines solchen Marketings, vor allem von Influencern und diesem Jagen nach immer weniger Kalorien, regen zu einer ungesünderen Ernährung an, durch zum Beispiel das Ersetzen von Joghurt mit Banane durch Joghurt mit Chunky Flavor, weil so spare ich mir ja unnötige Kalorien und halt eben auch Nährwerte. Oder man erhöht halt unnötig die Dosierung, weil Chunky Flavor ja komplett unbedenklich ist. Also kann ich ja ein bisschen mehr reinmachen, wie ich bei Zucker reinmachen würde, weil ich will einfach noch mehr Süße haben. Oder ich kann es mir gleich mehrmals am Tag gönnen, weil es hat ja keine Kalorien. Es schadet ja nicht. Ist ja sogar gut, weil ich ja noch mehr Joghurt esse dadurch. Und zusätzlich schadet man sich selber, weil man ein falsches Verhältnis zur Süße aufbaut. Die Verzehrempfehlung pro Portion Joghurt ersetzt 50 Gramm Zucker. Aber wer zum Fick ballert sich bitte 50 Gramm Zucker in einen Joghurt rein? Dadurch gewöhnt man sich eben an diese übermäßige Süße und will dann auch immer diese Süße haben und Zucker wird einen da nicht mehr zufriedenstellen. Und all diese Kritikpunkte bestätigen sich in Erfahrungsberichten, die nach den More Days immer lauter wurden. Falls ihr selber Erfahrungen mit More Nutrition gemacht habt, egal ob positiv oder negativ, schreibt sie super gerne in die Kommentare, damit wir dann nochmal ein breiteres Bild haben. Mehrere Kunden berichteten, eine Insulinresistenz aufgebaut zu haben und es gibt Berichte von ehemaligen Kunden, die berichten, mehr Drang nach Süßem als zuvor zu haben oder Essstörungen entwickelt zu haben. Stehe dem Ganzen schon länger etwas kritisch gegenüber, aber es ist halt einfach auch so unfassbar schwer davon loszukommen, eben durch diese künstlich erzeugte Angst vor Kalorien. Und ja, es gibt auch viele vermeintliche Erfolgsberichte und ich denke auch nicht, dass Chunky Flavor per se böse ist und in einem verantwortungsvollen Umgang klargeht. Aber das teilweise sehr kontroverse Marketing als Gesamtkonstrukt, welches extra auf eine Zielgruppe mit Ängsten zugeschnitten ist für maximalen Gewinn, ist einfach nicht so geil. Gepaart mit den teils illegalen Aussagen, Werbung mit Essstörungen und moralisch verwerflichen Dingen im Hintergrund lässt das More Nutrition in einem sehr schlechten Bild dastehen. Und dann gibt es ja auch noch einen sehr bekannten Influencer in Deutschland mit blauen Haaren, der Chunky Flavor auch sehr, sehr gerne mag.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Und ich merke auch, dass sehr viele aus dem Following von Rezo diese Partnerschaft, sage ich jetzt mal, äußerst kritisch sehen, da Christian Wolf nun mal den Ruf hat, den er hat und Rezos öffentliches Auftreten da nicht so ganz dazu passt. Und wenn es doch etwas gäbe, was super, super lecker schmeckt, aber kaum Kalorien oder ungesunden Zucker hat. Zapperlot. Weil Moa der Wahnsinn ist. Ihr wisst, dass Chunky Flavor der Wahnsinn ist. Chunky Flavor to go. Ich bin übelst happy, dass ich mit Moa Nutrition eine Kooperation am Laufen habe. Und weißt du, was mir dabei sehr, sehr hilft? Chunky Flavor, ich rede gerade drüber. Ja, ich kann dir eine Chunky Flavor Sorte empfehlen. Selbst mein Dad, der schon so sein halbes Leben mit Übergewicht struggelt, hat durch die Produkte von Moa jetzt abgenommen. Also, gönnt euch nicht. Ich liebe es so sehr, weil das nicht nur mir voll hilft, gesünder zu leben. Ihr wisst Bescheid, unten der Link, da kriegt ihr mit dem Code Rezo immer maximalen Rabatt. Und seitdem ich das erstmal ausprobiert habe, es ist jeden Tag, also literally jeden Tag. Ich liebe es so, so, so sehr. Direkt mal zum Anfang, auch wenn es eigentlich klar sein sollte. Es geht hier nicht um Rezo als Person, um seine Videos oder ob ihr ihn feiern dürft oder nicht. Es geht um eine reine Kritik an seiner Zusammenarbeit mit More Nutrition. Denn das passt in meinen Augen und in den Augen von vielen anderen mal so gar nicht zusammen. Rezo hat seit mehr als einem Jahr eine Langzeitpartnerschaft mit More Nutrition. Dabei erwähnt er sie ab und zu in seinen Videos mit einem kleinen Einspieler, hat einen Rabattcode, verlinkt sie unter jedem Video und hat damals sogar ein etwas größeres Placement in seinem Body-Transformationsvideo gehabt. Dieses Video habe ich damals schon kritisiert, dabei ging es mir aber vor allem um die Gestaltung des Videos und einige kritische Aussagen von Rezo und weniger um die Firma More Nutrition selbst. Und nach all den Dingen, die im letzten Jahr passiert sind und die wir jetzt über More Nutrition wissen, ist das Unterstützen der Firma mindestens grenzwertig. Aber gerade ein Rezo, der sonst eher Missstände aufklärt und sich wirklich exzessiv zu ernsten Themen äußert, ist jetzt ruhig. Bis heute noch macht er weiterhin Werbung für More Nutrition und ist weiterhin mit ihnen verpartnert. Und das passt einfach nicht zu seinem Image und dem Bild, was ich und viele anderen von ihm als Person haben. Er steht generell dem Frauenbild, welches auf Instagram stark promotet wird, negativ gegenüber und More verbreitet aber eine ähnliche Message. Rezo kritisiert Politiker fürs Wegschauen, aber macht gerade irgendwie effektiv das Gleiche. Was ich damit sagen will, er wäre eigentlich jemand, der das Ganze kritisieren würde. Und seine Zielgruppe passt genau in dieses umstrittene Marketing-Schema von More Nutrition. Tendenziell jüngere Mädels, die öfter auf TikTok und Instagram unterwegs sind, sich wegen dem Schönheitsideal unwohl fühlen, unglücklich sind und im Abnehmen die Lösung sehen. Vor allem das damalige Transformationsvideo spielte genau in diese verzweifelte Suche nach einer einfachen Problemlösung hinein und hatte dahingehend schon komische Aussagen. Selbst mein Dad, der schon so sein halbes Leben mit Übergewicht struggelt, hat durch die Produkte von More jetzt abgenommen. Und Rezo weiß halt garantiert das ein oder andere über Zielgruppen Bescheid. Es passt einfach nicht, dass er eine Firma unterstützt, die sich auf die Fahne schreibt, wissenschaftlich zu arbeiten, dabei aber Studien verzerrt und teilweise illegale Aussagen trifft, Hauptsache Gewinn. Und vor allem, er hat es auch einfach finanziell nicht nötig. Und in Summe, bei den beiden waren letzte 30 Tage vielleicht 40.000. Zusätzlich hat er das Ganze vor 3 Wochen in seinem Stream als Verschwörung bezeichnet. Und es ist so sick, wie sehr sich das, so eine Stimmung irgendwie aufgebaut wurde, die nur noch so eine Verschwörungsideologie-Energy hat. Zu seiner Verteidigung hat er sich hier vor allem auf die Aussagen von Julian Zietlow bezogen, der tatsächlich Lügen verbreitet hat, aber trotzdem hat er die legitimen Anschuldigungen gekonnt ignoriert. Inzwischen hat er zwar ein Statement zu Christian Wolf veröffentlicht, aber dieses fühlt sich so ein bisschen wie so ein Standard-Statement an, ist sehr unspezifisch und geht auch null auf die anderen Kontroversen bei More Nutrition ein. Inzwischen hat Rezo auch ein Statement in Videoform abgegeben. Dort verurteilt er die Drohungen von Christian, macht auf den Podcast darüber aufmerksam und bestätigt die Echtheit der Trennung zwischen More Nutrition und Christian Wolf. Aber leider fokussiert er sich in dem Video mainly auf das Verschwörungsnarrativ von Julian Zietlow und geht wieder nicht auf die anderen Kritikpunkte ein. Christian hat zwar Scheiße gebaut, aber er ist halt nicht an allem schuld, was in der Firma schief geht. Denn es gibt noch immer genug Punkte ohne Christian, die trotzdem präsent sind. Wir reden noch immer über die Werbung mit Essstörungen, die katastrophalen More Days, illegales und allgemein sehr grenzwertiges Marketing und halt alles andere, über was wir jetzt genug in diesem Video geredet haben. Außerdem waren in die Drohungsthematik ja noch weitere Leute im Umfeld der Firma involviert und diese Leute sind noch immer unter Umständen bei More Nutrition. Gleichzeitig haben zum Beispiel die Vorgesetzten, die noch immer in der Firma arbeiten, hundertprozentig von den Gerichtsverfahren, die Christian Wolf gegen den 16-jährigen Luca Negri und andere Influencer eingeleitet hat, mitbekommen und auch mit Anwälten unterstützt. Stumpf gesagt, es sind noch immer nicht so korrekte Leute in der Firma und die unterstützt Rezo ja indirekt auch. Und auch wenn Rezo zum Beispiel die kontroverseren Produkte wie Arthro Support oder More Sleep nicht direkt unterstützt hat und er theoretisch auch keinen Einfluss darauf hat, wie die Firma Marketing betreibt, unterstützt er die Firma trotzdem und verdient auch an allen Produkten der Firma mit, weil sein Code eben auf jedem Produkt auf der Webseite
der funktioniert. Also grundsätzlich bei allem, was ihr bei More kauft, kriegt ihr den maximalen Rabatt mit Rezo. Also er profitiert direkt von diesem kontroversen Marketing, auch wenn er es selber nicht direkt betreibt. Aber zu all diesen ernstzunehmenden Themen gibt es leider kein Statement von Rezo und es wirkt so, als würde er das Ganze totschweigen wollen, weil der Großteil seiner Community das Ganze noch nicht mitbekommen hat. Aber totschweigen passt auch gar nicht in das Bild von Rezo und wäre wahrscheinlich etwas, was er selber verurteilen würde. Und nichts mitbekommen ist auch schwer zu glauben, weil der Instagram-Outrage eben schon ziemlich groß war und Rezo eben eigentlich jemand ist, der sorgfältig recherchiert und genau hinschaut. Hey, ich bin ganz vorne mit dabei, wenn man mit konkreten Belegen, konkrete Zeitungen konkret kritisieren möchte. Das wisst ihr. Dann hoffe ich, dass du diesmal auch vorne mit dabei bist. Wenn du den Austausch suchst, erreichst du mich am besten auf Discord. Und noch für die Leute, die meinen, dass es etwas zu kurzfristig ist, es gibt Verträge und so weiter. Der Podcast von Quarks existiert seit fast einem Jahr und dort hat More Nutrition auch schon Rezos Werten von Wissenschaftlichkeit und Quellen widersprochen. Damals gab es auch schon kein Statement von ihm. Bei so einem ernsteren Thema möchte ich nochmal kurz ein Fazit ziehen. Ich glaube Rezo wirklich, dass er die Produkte von More Nutrition feiert und selber gerne benutzt. Aber vielleicht sollte er sich nochmal etwas die Firma anschauen, die hinter diesen Produkten steckt und deren Prinzipien. Denn der Fokus liegt hier ganz klar auf maximalem Gewinn, egal wie moralisch verwerflich. Und mir ist es unverständlich, warum er die Firma weiterhin unterstützt. Vielleicht wegen dem Geld, vielleicht wegen persönlichen Kontakten oder vielleicht, weil er einfach dieser Wahrheit aus dem Weg gehen will. So oder so passt es nicht ganz zu jemandem, der sonst eigentlich immer ausführlich Recherche betreibt, Themen ganz genau unter die Lupe nimmt und generell ein Vorbild sein möchte. Einer Firma, der offensichtlich die Gesundheit ihrer Kunden nicht egaler sein könnte, mit sehr grenzwertigem Marketing und einem Gründer, der in Skandalen nur so schwimmen kann, würde ich nicht unterstützen. Ob ihr letztendlich solche Art von Produkten benutzen wollt, ist komplett euch überlassen, aber wenn ihr abnehmen wollt, würde ich immer versuchen, erstmal gesunde Verhaltensmuster zu entwickeln, bevor euch das Ganze am Ende noch in den Rücken fällt. Aber dafür gibt es definitiv Leute, die euch bessere Tipps als ich geben können. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ihr euch dieses Video anschauen solltet, wenn ihr etwas weniger Ernstes und einen unglaublich verblendeten Millionär sehen wollt. Und wenn ihr wissen wollt, was an Rezos Transformationsvideo so grenzwertig war, dann könnt ihr euch das hier anschauen.